Geschlechtskrankheiten, das ist unser Thema in der heutigen Joyzone Love. Und meine Sexexperte, der Sexualpädagoge Lukas Geiser von der Fachstelle Lust und Frust, ist immer noch mein Gast hier im Studio. Und jetzt reden wir über Herpes genitalis. Und ihr kennt Herpes, habt ihr sicher auch schon gesehen, hier an den Lippen. Und Lukas, wenn das jetzt im Genitalbereich ist, ist das eigentlich das Gleiche? Es sind zwei verschiedene Virenstämme. Das sind jetzt nicht Bakterien, sondern das sind Viren. Das ist eben ein Unterschied. Und das heisst, dass es verschiedene Virenstämme sind, aber es sieht ein bisschen ähnlich aus. Sieht ähnlich aus. Woher kommt die Krankheit? Das ist ja immer eine ganz schwierige Frage. Woher kommt das? Wo ist das entstanden? Und Viren die verändern sich ja auch immer wieder. Und die mutieren sich. Und es gibt auch Viren, die wieder kommen, wieder aktiv sind, wieder zurückgehen. Das ist genau gleich. Und woher das kommt, das wüsste ich jetzt nicht. Müssen wir eigentlich jemand anderen fragen, oder? Jemand, der forscht und sagt, ja, woher kommt das? Also, auf was ich raus will, es kommt sicher auch eben durch Geschlechtsakt, oder? Genau. Also, sei es vaginal oder oral, so kann es auch übertragen werden. Klar. Also, es kommt, man übertragt das. Woher kommt es? Man übertragt es über Körperkontakt, oder? Also, und da ist auch Küssen, ist auch eine Übertragung möglich. Sehr viele Menschen wissen gar nicht, dass sie ein Herpesvirus in sich haben, weil der gar nicht aktiv ist. Ah, das ist noch aber krass, das habe ich nicht gewusst. Fast alle Menschen haben. Aber wenn man nie etwas hatte, kann man jemanden küssen und dann kommt man den Virus über. Das kann sein, dass man den Virus. Oder man hat den schon lange gehabt. Das ist eigentlich ein Virus, wo es nicht einfach eine Statistik ist und sagen, so viele Ansteckungen gibt es pro Jahr. Sondern das ist etwas, wo man behandeln kann, wo eben genau jetzt im Mund oder an den Lippen eigentlich da passiert und bei den Geschlechtsorganen genau gleich. Vom Schutz her ist es auch am besten mit einem Kondom? Ja, ein Kondom kann man nehmen, ein Latextüchli kann man nehmen, ein Femidom, ein Frauenkondom kann man nehmen. Das sind Möglichkeiten. Am einfachsten ist ein Kondom. Und so kann man sich schützen vor deren Übertragung. Jetzt sind gerade wieder die Leute daheim gefragt, und zwar im Chat. Ihr habt noch gut 5 Minuten der Zeit, unser Voting zu voten. Und sorry, oft lässt du dich beim Arzt durchchecken. Das ist nämlich ganz, ganz ein wichtiger Punkt, wo der Lukas euch nachher auch noch ein paar Tipps und Tricks gibt. Die könnt ihr anklicken, 3 verschiedene mögliche Antworten. Möchte ich doch das gerade jetzt noch, das ist nämlich sehr interessant. Wir bleiben aber noch ein bisschen bei der Herpes genitalis. Was ist dort so die ersten Anzeichen? Was sind das? Also bei Herpes, wenn das wirklich ausbricht, dann sieht man das. Da habe ich wieder so eine Karte. Und da sieht man, es gibt so ein bisschen Geschwür oder das, was man eben auch an der Lippe, das kennt man einfach, das sieht man. Die Blöterli, die Blöterli, die Blasen gibt es. Genau, ja. So, es ist schmerzhaft. Das tut weh, das ist offen, das gibt dann auch so ein bisschen eine Entzündung. Und es sind auch so ein bisschen grippenähnliche Symptome. Oder? Und das heisst, wenn man das auch hat, dann auch wieder, Gang zum Arzt. Das ist am einfachsten. Das kann man gut behandeln. Und der Herpes, der ist im Körper, aber ist nicht aktiv. Aber man kann eigentlich die Herpes-Viren kann man so gut behandeln. Jetzt haben wir gehört, dass es in den Geschlechtsteilen vorkommt, plus an den Lippen. Kommt es noch sonst an einem Ort vor im Körper, dass es auftreten kann? Ja, es kann auch noch an anderen Körperstellen auftreten. Aber entscheidend ist schon, dass es an den Geschlechtsorganen wirklich auch auftritt. Jetzt, wenn man es hat, man hat wirklich jetzt die Krankheit, oder man sieht es, man hat Sexchlamydien oder Herpes genitalis, was soll man denn machen? Was hast du für Tipps? Was würdest du den Leuten empfehlen? Gut, also das Erste ist, wichtig ist, mit dem Partner darüber zu reden. Oder? Das heisst, wenn man sexuell aktiv ist, dass man dann sagt, hey, ich habe mir etwas eingefangen, das muss ich jetzt mal zeigen und dann auch behandeln, wenn das etwas ist. Und du kommst am besten auch mit, weil dann, wir müssen uns miteinander behandeln. Weil das gibt so ein Ping-Pong-Spiel, oder? Da geht sich die Frau checken, behandeln und dann macht sie einen Ping-Pong. Das heisst, der Mann ist nicht behandelt und gibt eigentlich das wieder zurück. Okay. Oder? Also ganz wichtig zu sagen, ja, wenn man in einer Partnerschaft ist, man hat vielleicht vorher jemanden gehabt, hat einen Partnerwechsel gemacht, auch wenn man mit jemand anderem sonst noch Sex hat, dass man eben schaut, dass man miteinander zum Doktor geht oder einfach beides behandelt. Wir haben jetzt unsere Leute gefragt in den letzten gut 25 Minuten, wie oft sie zum Arzt gehen. Und da sage ich dem, 75% sage ich im Moment nur dann, wenn ich was befürchte. Was sagst du zu dem? Ist das ein bisschen zu wenig? Also grundsätzlich ist das auch gut. Oder? Man muss nicht einfach zum Arzt gehen, dass man beim Arzt war. Viele Menschen betrifft das ja auch nicht. Man kann nicht einfach sagen, das betrifft alle.
Und man soll auf sich achten. Das ist ein weiterer Tipp. Auf den Körper achten, achtsam sein, sich auch anschauen, sich auch abtasten bei Unregelmäßigkeiten, dann zum Arzt gehen. Und nicht denken, ich habe gar keine Lust mehr auf Sex, weil da kommen dann, da bin ich noch krank. Überhaupt nicht. Sex macht nicht krank. Ich möchte gerade nachher mit dir noch schnell kurz darüber reden, wo man sich überall Hilfe holen kann. Zuerst tun wir aber auf etwas noch hinweisen, wo gerade im Anschluss ab der nächsten Sendung wird sein. Und da bitte ich jetzt schnell kurz jemanden zu uns reinzukommen. Und zwar ist das eine Person, die in gut, in einer Stunde wird vor der Kamera stehen. Und zwar mit dem Büssi und dem Cima. Es geht um ESC. Gülscha, erzähl schnell, was kommt auf uns alles Hochkarätiges zu? Keine Geschlechtskrankheiten, I swear to you. Und zwar, wir haben ja ESC Social TV, das heisst, der Büssi, also Stefan Büssi, ein Radiomoderator, der Cima, ich, der Anthony, der ja teilnehmen am Eurovision Song Contest und noch ein Spezialist. Ja. Und ein Spezialist, der schon mal dort war, hinter der Bühne. Wir sind dort. Und der einzige Halt, der unsere Sendung hat, anders als diese Sendung, ist, dass wir einfach voll ablästern. Und die Idee ist, dass die Leute zuhause mit uns mitlästern. Das heisst, mitchatten, bei Twitter dabei sind und uns hoffentlich auch zuschauen. Ich glaube, das werde ich sicher machen. Also, wer es schon am Dienstag ein bisschen gesehen hat, der wird sehen, es geht wirklich ab. Und an dieser Stelle vielen Dank, Gülscha. Nein, ich danke euch. Es war sehr schön, dass du bei uns wieder mal warst. So, ganz ein altes Gesicht, das wir schon lange nicht mehr hier gesehen haben. Nein, vielen Dank. Also, es ging wieder. Super. Okay. Kannst du erst das Mikrofon? Gülscha, bleib, gehöre ich gerade von der Regie. Gülscha, bleib bei uns. Wunderbar. Die Abschlussfrage müsste ich noch schnell an Lukas stellen. Und zwar, wo kann man sich Hilfe holen, Lukas? Ja gut, Hilfe kann man sich holen, grundsätzliche Beratungsstellen. Das sind AIDS-Hilfen. Das können aber auch so Fachstellen sein, wie wir sind. Lust und Frust. Oder man kann sich auch testen lassen. Es gibt Teststellen. Universitätsspital, Testin, Checkpoint. Das sind so die, die Links, die findet man auch auf der Webseite von Lust und Frust und vielleicht auch von Choice. Selbstverständlich. Wir tun das nachher sehr gerne auch bei uns auf Page drauf, auf der Second Screen Informationen unten sehen, choice.ch/onrd sehen das auf der rechten Seite. Und am besten bleibt ihr gerade eingeloggt und online, weil ich darf es noch einmal sagen, die gut aussehende junge Dame ist in gut einer Stunde wieder vor der Kamera zu sehen, zusammen mit dem Cima und dem Büssi. Sie werden lästern und machen und tun und twittern und ihr könnt mit dabei sein, also unbedingt dranbleiben. Jetzt sage ich zuerst mal der Gülscha, danke, bist schnell bei mir gewesen, und dann noch zu dir, Lukas Geiser. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Bitte schön. Und gute Zeit. Danke vielmals. An euch daheim, vielen Dank fürs Zuschauen und Mitmachen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage tschüss.